Die Wohnbau Stadt Coburg informiert. März 1950, Coburg-Pilgramsrot. Auf der grünen Wiese entstehen 72 Wohnungen, das erste Projekt im sozialen Wohnungsbau in Coburg. Und das erste der am 9. März 1950 gegründeten gemeinnützigen Wohnungsbau- und Wohnungsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg. Das ist genau 70 Jahre her, ein runder Geburtstag, den die heutige Wohnbaustadt Coburg GmbH jetzt ausgiebig feierte und das voller Stolz. Auf die Wohnbaufamilie, auf die Mitarbeiter, die wirklich Tolles und viel geleistet haben in den letzten Jahren, aber auch auf die politischen Mitstreiter und Unterstützer, die uns wirklich immer gut begleitet haben. Ich glaube, all die zusammen haben das Gesicht der Wohnbau in den letzten Jahren geprägt und auf das Erreichte bin ich sehr stolz. 70 Jahre entwickeln, wohnen, leben. Dafür steht das städtische Unternehmen von Beginn an. Wohnraum zu schaffen, das ist seit der Gründung Ziel und ureigenste Aufgabe der Wohnbau. Diese 70 Jahre sind eine einzige Erfolgsgeschichte, die diese Stadt gestaltet und geprägt haben. Wir haben über 3.300 Wohnungen im Bestand. Wir haben eine Durchschnittsmiete von 4,73 Euro. Das habe ich letztes Jahr mal auf einer Fachtagung gesagt. Das hat mir kein Mensch geglaubt. Und die nächsten Projekte sind schon in Vorbereitung. Der Start der Maßnahmen im Sanierungsgebiet rund um den Steinweg, das Projekt Junges Leben in Coburg, im und um das ehemalige Wohnbau-Bürogebäude oder auch die Promenade entlang der Stadtmauer zwischen Albertsplatz und Judentor. Ja, ich bin mir ganz sicher, dass wir auch die nächsten 7 Jahrzehnte mit Herzblut und Leidenschaft uns an unserer Aufgabe machen werden, dass die Leute auch in Zukunft bezahlbar und gut in Coburg leben können. Und wenn es nach unserem neuen Ziel gilt, 2050, dann bezahlbar, gut und klimaneutral. Große Ziele, dafür alles Gute und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.